Wir sind heute beim Endort. Rotrain durch den Schwarzwald nach Offenburg. Leider muss ich den YouTube-Nutzer 123446156 enttäuschen. Er hätte sich gerne gewünscht, dass ich Rotrain 12 mit dem ICE nach von Karlsruhe nach Basel fahre, was leider nicht geklappt hat, weil es immer abgestürzt ist. Deswegen bitte ich um Entschuldigung. Ich versuche es später nochmal, aber wie gesagt, tut mir leid. Ja, ich habe noch ein paar Informationen zum neuen Let's Play, und zwar, wenn ich meinen PC aufgerüstet habe, möchte ich gerne ein Let's Play machen über den Protrain Perfect 2 Add-on 9. Ja, weil ich konnte jetzt diese Seite nicht aufnehmen, weil es übelst geleckt hat und das ging gar nicht. Das konnte ich euch nicht zumuten lassen, also das geht nicht, das geht gar nicht. Da es zurzeit sowieso nur am Lecken ist, da mein PC zu den Leistung hat, welcher das Aufrüsten. Und naja, ich habe zurzeit eine eigene Strecke gebaut und die werde ich Ihnen irgendwann auch zeigen. Aber ich weiß noch nicht, wann genau. Nur zu kurz, wenn. Nächster Halt, Alpirsbach. Super Rot. Oh, mal was. Das, naja. Muss bestimmt auf ein entgegenkommenden Zug warten. Ausstieg in Fahrtrichtung links.
Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch eine Meldung. Man weiß es nicht. Naja, wir haben eh noch 2 Minuten bis zur Abfahrt, von daher kein Stress. Vielleicht hat sich ein Zug verspätet oder so, man weiß es nicht. Falls jetzt 1, 2, 3, 4, 4, 6, 1, 5, 6 zuschauen sollte und sich wundert, hä, wo ist ein ProTrend 12, was ich Ihnen auch versprochen habe, da möchte ich mich nochmal entschuldigen, denn es gab Probleme, und zwar ist es abgestürzt. Es liegt nicht an den Add-on, aber ich konnte es sonst immer spielen, aber zur Zeit ging es nicht. Also da bitte ich um Entschuldigung und ich werde es nochmal versuchen zu starten. Und mal gucken, ob es dann klappt. Vielleicht liegt es auch an meinem Rechner, weil der ist zurzeit übelst lahm. Und ich werde ihn auch umrüsten, also mehr durchballern, dass ich mehr Leistung habe. Und da kommt schon unser Kollege. Das ist ein Kollege. Der S-Bahn. Und selbstverständlich haben wir unser grünes Signal für die Abfahrt bekommen. Jedenfalls nochmal zurück zum Thema über ProTrend 12. Ich werde es nochmal machen. Ich werde es voraussichtlich erst am 1. Juni versuchen. Oder früher. Ja, ich gebe nicht auf. Ich werde dir versprechen. Es kann auch auf einer Aufgabe liegen. Ich weiß es nicht. Ich werde mal andere versuchen, aber ja, tut mir leid. Ja. Also was ich hier manchmal hasse ist, wenn es bergab geht, da muss ich immer Zusatzbremsen und so, das darf mich ein bisschen. Das soll nicht 100 geben. Naja, Tachometer zeigt 140 oder so an. Mit dem orangen Punkt hier. Und ja, wann kommt es? Wer weiß. Vielleicht kommt es gar nicht. Ja, egal. Also ich finde es sehr, sehr schade, dass man nicht bei allen Add-ons, die mit den Intercity zu tun haben, so einen Führerschein, Führerschein gemacht haben. Also ich finde so einen echt klasse. Wirkt schon irgendwie viel realistischer als der normale Standard. Sorry, ich bin halt ein bisschen verklemmt. Ich hoffe, ich erzähle nicht so viel Mist. Gut. Da kann ich auch gleich was über mein... Ja, da
kann ich gleich noch was erzählen über Let's Play German Truck Simulator. Und zwar ist das Let's Play zwar gekommen auf YouTube, aber es musste gelöscht werden. Es war nicht in Deutschland verfügbar für eine Zeit danach. Erst ging es, dann zack,